Guten Morgen, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute am Dienstag um, wie viel haben wir? 10 nach 8. Ja, mal schauen, wer so früh hier morgens schon dabei ist. Bin gerade frisch unter der Dusche rausgehüpft. Meine Haare sind noch ein bisschen feucht. Aber auf meine Haare kommt sie jetzt nicht an, sondern. Ich habe so rausgeguckt eben und dachte, wow, draußen ist alles so trist und grau hier im Saarland. Und ich freue mich so riesig, wenn wir nächste Woche nächste Woche, wann? Donnerstag, Mittwoch? Weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall nächste Woche geht's los mit der ganzen Family in Farme Gefilde in die Karibik. Da freue ich mich drauf. Weil das nicht so wirklich meine Temperaturen sind. Ich war zwar heute Morgen schon laufen mit unserer Tochter. Es ist nicht wirklich kalt draußen, aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich liebe einfach nur Wärme und nicht gefühlte 10 Sachen anziehen, damit man nicht friert. Ja, und als ich eben hier so gehockt habe und so den Impuls bekommen habe, mal live noch zu gehen, rasch, und so rausgeguckt hat und alles so alles trist und grau und ja, da habe ich einfach so den Impuls bekommen, dich mal wieder dazu zu ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben so trist und grau ist, so wie es hier jetzt gerade bei uns im Saarland draußen ist, dann würde ich dich dazu einladen, dir bewusst zu machen, dass du ja mal hier auf die Welt gekommen bist und ein buntes, freudvolles Leben haben wolltest. Und all das, was bislang dich dazu ja gebracht hat, ein ja, im übertragenen Sinne ein graues Leben zu führen, also morgens, wenn der Wecker geht, aus dem Bett zu fallen, aus dem Haus zu gehen und am Arbeitsplatz irgendwo Dinge zu machen, wo du sagst, boah, ist nicht wirklich meins. Dann würde ich dich dazu einladen, doch mal hinzugehen und dich mal daran zu erinnern. Muss man diese Brille da ausziehen, die spiegelt so. Dann würde ich dich dazu einladen, hock dich doch mal hin und werde dir doch mal darüber bewusst, wie genau du dein Leben denn haben möchtest. Also bei mir war das so, dass ich mir immer gewünscht habe, eigentlich instinktiv, die Zeit in erster Linie mit den Menschen zu verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und das in erster Linie natürlich mit meinem Mann, weil das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass morgens jeder so aus dem Haus geht, ein paar Stunden verschwunden ist, irgendwo im Nirvana der Bürowelt oder wo auch immer. Und nachmittags kommt man dann wieder nach Hause. Und ehe man sich versieht, ist der Tag schon wieder gelaufen und man hat eigentlich gar nicht viel Zeit oder überhaupt keine Zeit wirklich miteinander verbracht. Und was ich auch nicht wollte, ist, dass ich den Kindern etwas vorlebe, was sie dann letzten Endes nachleben, nämlich, dass sie ja Schulabschluss machen und sich dann irgendwie eine Ausbildung suchen, der Ausbildung wegen oder etwas studieren, des Studiums wegen. Nur weil sie glauben, das muss halt so sein, weil das alle so machen und dann eben auch beginnen, ein Leben zu führen, das nicht wirklich ihrem Herzen entspricht. Und ich wollte auch meine Gesundheit auf ein anderes Level bringen, weil mein Körper hat mir schon oder meine Seele hat mir schon über meinen Körper so das ein oder andere gesundheitliche Signal geschickt. Könnte jetzt eine ganze Latte aufzählen, das war nie alles auf einmal. Es hat sich immer so abgewechselt. Mal waren es starke Kopfschmerzen, mal waren es Rückenschmerzen, mal waren es Schulter-Nackensyndrom oder ich hatte auch mal so eine Weile, wo mir meine Hände immer eingeschlafen sind. Ich immer so eine gewisse Position einfach einhalten musste, damit da ja die Hände nicht einschlafen. Bin nachts da sogar wach geworden, wo mir die Arme eingeschlafen sind. Dann waren es mal Magenschmerzen, also unterschiedlichste Dinge. Eine Art von Asthma. Ja, genau.
Also es hat immer so abgewechselt. Und das waren natürlich auch Dinge, die ich nicht mehr wollte. Sondern ich wollte morgens mich auf den neuen Tag freuen, egal was für Wetter ist. Egal, ob ich mich jetzt hier im Saarland befinde oder in der Karibik oder wo auch immer. Ich wollte mich morgens einfach auf den neuen Tag freuen. Ich meine, dass die Temperaturen hier jetzt nicht so ganz meine sind, das ist ja was anderes. Aber auch daran kann man was ändern, nämlich ja, indem wir dann zum Beispiel nächste Woche mit der gesamten Family einfach mal verschwinden in warme Regionen. So, das sind so die Dinge, die ich nicht mehr wollte. Also ich wollte in erster Linie tagsüber die Dinge machen, die mir Freude bereiten, die mir Energie schenken. Ich wollte in erster Linie die Zeit mit den Menschen verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und ich wollte meine Gesundheit auf ein anderes Level bringen. Weil das sind nämlich die Dinge, warum wir hierher gekommen sind. Wir wollen Freude haben, wir wollen Spaß haben. Wir wollen das Leben feiern. Und das Leben möchte auch von uns gefeiert werden. Und alles andere sind Dinge, die uns übergestülpt wurden, die uns glauben lassen, das ist halt so, das Leben ist halt so, das Leben ist halt eine harte Schule oder ich muss viel arbeiten und leisten, um Geld zu verdienen oder diese ganzen Dinge. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen und die haben uns dorthin bringen lassen oder dorthin geführt, wo wir gerade stehen. Dass ich jetzt an einem anderen Punkt stehe und nicht mehr morgens um 6:30 oder 6:15 aus dem Haus stürze, in der Rush-Hour stehe, auf der Autobahn Stop and Go, mich dann tagsüber an einem Schreibtisch wiederfinde, wo ich denke, was machst du hier eigentlich? Bin hier im falschen Film oder mich wie so ein Alien fühle. Ich habe mich oftmals wie so ein Alien gefühlt im Büro. Ja. Und das sind alles Dinge, wo ich einfach mal eine Entscheidung getroffen habe. Ich mag das nicht mehr. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Ich bin mir klar darüber geworden, wie will ich denn mein Leben wirklich haben? Und habe diesen ganzen Kram an Prägungen, an Geschichten, an Blockaden, an Themen, was mir übergestülpt wurde, was ich habe über mich stülpen lassen und an Glaubenssätzen, wo ich gedacht habe, diese Geschichten, die ich mir erzählt habe, das ist halt so. Davon habe ich mich gelöst. Davon habe ich mich gelöst. Und deshalb bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Und das kannst du auch. Du darfst eben nur auch diesen Weg gehen. Du darfst dir, fang heute damit an, dir mal klar darüber zu werden, was sind die Dinge, die du so nicht mehr haben willst. Zweiter Schritt, wie willst du es eigentlich wirklich? Verabschiede dich auch bitte von dem Gedanken, dass das Leben kein Wunschkonzert ist. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Du kannst ja dein Leben so gestalten, wie du es wirklich möchtest. Du, niemand anderes. Du kannst ja dein Leben so gestalten, wie du es möchtest. Und das fängt damit an, dass du dir mal klar drüber wirst, wie du es nimmer haben willst, und dann klar drüber wirst, wie du es haben willst. Und dann eine Entscheidung auch zu treffen, dafür zu gehen. Dafür zu gehen in die Richtung, ohne Wenn und Aber und jegliche Komfortzone darfst du dazu verlassen und ja, das ist auch mit Ängsten verbunden. Du darfst da auch durch deine größten Ängste gehen. Weil genau da liegt dein größtes Potenzial. Es ist nicht so, dass ich keine Ängste hatte, um in diesen Weg zu gehen und dass mein Kopf mir immer wieder gesagt hat, geht das gut und was ist, wenn du unter der Brücke landest oder keine Ahnung. Das ist ja also Hirngespinste, die wir uns da erzählen. Solange wir in unserer Komfortzone bleiben, wird sich nichts verändern im Außen. Wird sich nichts verändern, weder beruflich noch gesundheitlich noch im privaten oder im partnerschaftlichen Bereich. Im Gegenteil, warum gehen denn so viele Beziehungen auseinander oder warum leben denn so viele Menschen nebeneinander her? Und das ist immer so traurig, wenn wir mal essen gehen und wir mal so rund gucken an Tischen. Ja, du kannst da genau sagen, die sind schon gefühlt ewig, oder man hat so das Gefühl, die sind gefühlt ewig schon zusammen. Jeder sitzt am Tisch und isst, aber da ist überhaupt keine Ebene mehr da von Unterhaltung oder sowas.
Weil jeder so in seinen Mustern gefangen ist und. Das kann es doch nicht sein. Du kannst heute eine Entscheidung treffen. Ich werde mir jetzt mal klar drüber, wo es hingehen soll, wie mein Leben nach meinem Herzen ausschaut. Und dann geh dafür, entscheide dich dafür. Und schau mal, das ist wie so, ich muss mal die Brille aufsetzen, damit ich mal weiß, wer hier dabei ist. Hallo liebe Sonja, hallo liebe Karin, hallo lieber Peter. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ansonsten so, schau mal, du hockst dich ja auch nicht ins Auto und fährst einfach los und weißt gar nicht wohin, sondern du weißt ja auch, wenn du dich ins Auto hockst, geh ich doch mal von aus, du fährst los und weißt genau, wo du hin willst. Und so ist das im Leben letzten Endes auch. Du darfst ja mal drüber im Klaren werden, wo genau du hin willst. Und dann eine Entscheidung treffen und dafür dann zu gehen. Deine Komfortzone zu durchbrechen, zu erweitern. Und das ist im Übrigen auch etwas, was nie aufhört, die Komfortzone immer und immer wieder zu erweitern. Das ist das Leben, das ist Entwicklung, das ist ein Vorankommen. Jeder Baum, der will wachsen, in der Natur will alles wachsen und gedeihen. Und so wollen wir Menschen ja auch wachsen und gedeihen. Nur die Natur, der Baum, der wächst halt einfach. Und wir fangen an, uns Gedanken drüber zu machen, wie soll denn etwas gehen, statt einfach zu machen, einfach zu wachsen. Einfach immer und immer wieder die Komfortzone zu verlassen, Neues ins Leben zu integrieren und auch immer und immer wieder durch die Ängste zu gehen. Nur die erste Zeit sind die Ängste natürlich größer, weil man es nicht gewohnt ist, so mal die Komfortzone zu verlassen und so die Ängste zu durchbrechen. Und wenn du 2-3 Mal die Erfahrung gemacht hast und gemerkt hast, okay, ich bin da wirklich durch meine größte Angst gegangen, aber das ist alles daraus entstanden. Ich habe so viel Potenzial in mir entdeckt. Was für ein geniales Leben habe ich mir inzwischen erschaffen und. Dann bringt dich das ja immer weiter voran. Also sobald du 1, 2, 3 Mal diese Erfahrung gemacht hast, weißt du, wo der Weg hingeht, das ist der Weg und dass da auch wirklich dein größtes Potenzial hinter verborgen ist. Okay? Also, entscheide dich dafür, wieder zu der bunten, lebendigen Person zu werden, lebensfreudige Person, die du eigentlich sein möchtest, tief in deinem Herzen. Und wenn du dazu gerne noch ein näheres Navigationssystem haben möchtest, du weißt, wie du mich erreichst, dann lass uns gerne auch unter 4 Augen über deine Möglichkeiten reden, wie ich dich da individuell bei unterstützen kann. Oder wenn du jetzt noch denkst, die hat gut reden, ich kann das nicht, bei mir ist das anders, weil. Auch da kann ich dir versichern, in einem persönlichen Gespräch werden wir Klarheit schaffen, dass auch für dich alles möglich ist, dass auch das nur eine Geschichte ist. Ich helfe dir gern dabei. Also, hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.